Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und das Ding nähert sich immer weiter an mich heran. Und ja, fragt euch bestimmt, warum ich jetzt wieder am Anfang der Route bin. Ja, weil ich bin noch mal kurz im Pokémon Center zurückgerannt und habe meinen Little Tox zu Big Tox umgetauft. Und ja, damit bin ich jetzt ein bisschen zufrieden. Und ja, würde sagen, wir mussten ja sowieso noch hier und da einige Orte noch erkunden. Ich wollte schon sagen, hier kann man doch bestimmt runterspringen. Wir haben ja sowieso noch nicht jede Ecke hier abgegrast. Hier zum Beispiel so ein Ausrufzeichen Dingen. Ist da was Neues? Nö, ein Zwierlicht. Komm, fangen wir ein bisschen. So, Gefühl, ich habe das nötig. Mit Design nicht Level. Du bist mal ausnahmsweise nicht voll hochgelevelt. Abschlag haut das Ding wahrscheinlich voll weg, ne? Aber mein Glück nicht. Oh, sehr gut. Gegenstoß. Oh, nee. Oder dürfte nicht so viel Schaden machen, ne? So. Also dafür, ich muss Pokémon fangen, einfach um zu leveln. Dann also machen wir es jetzt mal. Hoffentlich dauert das nicht zu lange. Sehr gut. Genauso muss das ablaufen. Jetzt haben wir eine Minute gebraucht, um ein Pokémon zu fangen. Genauso muss das. Und ja, gut. Und ich will dieses Schlangen-Pokémon mal hier finden. Das sieht so nach so einem Pokémon aus, dass ich vielleicht mein Team haben will. Man sagt, suche nach sich unartige Kinder und verschleppt sie nachts an einen unbekannten Ort. Ja, haha. Schon wieder voll creepy Pokédex-Eintrag von einem Geist-Pokémon. Was? Er ist aus dem Boden rausgeschossen. Hat er den gesehen? So, dich kriege ich doch wahrscheinlich sowieso nicht gefangen. Nee. Ja, ich kann wahrscheinlich wieder nicht von dir flüchten, weißt du was, ich setze direkt eine Pokepuppe ein. Weil Dickdries verkackt nochmal stark. Ich würde sagen, jetzt wo war hier Pokémon fangen. Damit nicht so weit nochmal passiert. Würde ich sagen, nehmen wir Kuro an erster Stelle. Weil der hat Angsthase. Er kann so schnell wegrennen, so könnte er gar nicht gucken so schnell. Ja, hier haben wir so ein Ausrufezeichen bitte. War gerade eins und dann schon wieder eins. So, wir sehen, was diese Schlange wenigstens vom Typ ist. Du bist nicht die das Insekt. Schlange sind keine Insekten. Du bist nicht das Viech, was ich suche. Warum ist alles irgendwie? Ach ja, ich habe Kuro mal Dings beigebracht. Schaufler, du bist doch bestimmt Stahl. Ne? Also mache ich mal den hier. Blablabla. Und ja, guck mal. Was? Okay. Und versuchen wir mal Standpauke. Daneben. Oh Gott. War knapp. Jetzt bräuchte ich irgendwie Donnerwelle oder so. Jetzt sehe ich irgendwie so den ersten Nachteil an Wangenruppler. Ich meine, du machst Schaden und Paralysier ist garantiert, aber Donnerwelle macht keinen Schaden und das wäre jetzt für diesen Moment hier besser. So, wir haben das Viech gefangen, gut. Weißt du, so muss das gehen. Wir fangen, wir schwächen, fangen, fertig. Genau so muss das. Käferstahl. Es liegt seine Eier im hintersten Winkel des Netzes. Wenn es vom Phonifrass bedroht wird, wird es sich mit seinen kräftigen Kiefern. Das ist aber verloren, weil Phonifrass ist, glaube ich, Feuer, ne? So, diese Ameisen. Wenn man ein Ameisenbär, der ist kein Ameisenbär, oder? Doch. Das Spiel macht schon wieder nicht so, wie ich will. Das war im Wasser. Ich bräuchte mal ein Wasser-Pokémon. Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Was Vernünftiges. So ein Garados raus drauf. Ne, ein Kapo. Fast. Ist also von Kuro wirkt. Warte mal, noch zweimal hier reinpacken unsere Angel. Es geht. Respawn sogar. Warum ist noch die TM? Die muss ich mir auch noch holen. Komm her. Okay, kein Bock mehr. Ich glaube mir immer zu lange. Dann sind wieder ein Carpador und ja. Carpador Level 28. Ne? Ja.
Warum entwickelst du dich nicht? Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Ich will eigentlich nur diese Schlange einmal sehen. Ich will mal wenigstens wissen, was das für ein Typ ist. So, komm mal her. Wer mir das Ding noch nicht irgendwie vorgestellt haben, und das hat sich hier irgendwie befindet, ne? Hippopotas. Ne, darauf habe ich jetzt schon keinen Bock. Deswegen haben wir Kuro an erster Stelle. Wir gehen mal wenigstens mal weiter, ja? Bevor wir ja. Okay. Ich habe mal gefangen, ne? Ich meine diesen Part gefangen, oder? Beim letzten Part. Angsthase. Hast du ja ein Item, mit dem man irgendwie garantiert flüchten konnte? Rauchball oder so? Kann ich ja nicht in Kehltown oder so kaufen? Oder irgendwie so ein Rauch, der mich irgendwie flüchten lässt? Na gut, kommt schon. Ich will mein sechstes Pokémon-Mitglied langsam mal finden. So, hier, dich haben wir noch nicht angesprochen. Was ist mit dir? Hallo, mein Name ist Petra Fakt. Ich erforsche Fossilien. Zu irgendeinem Grund bestehen die Fossilien, die man in Galar findet, entweder nur aus einem Oberkörper oder einem Unterkörper. Man kann diese beliebig zusammensetzen und den Pokémon zurückverwandeln. Niemand weiß, warum das möglich ist. Vielleicht erfahren wir durch sie mehr darüber, wie Fusionen von Pokémon funktionieren. Okay, deswegen habe ich zweimal die gleichen bekommen. Ich muss halt mit den anderen zusammensetzen. Warum hast du zwei verschiedenfarbige Schuhe? Okay. Da oben konnte man schon zur Stadt gehen, ne? Also ist das ein Knackleon. Ah, die Unterentwicklung von eins meiner Lieblings-Pokémon. Die Beldra. Kann man ja mal versuchen zu fangen wenigstens. Gott, das war sehr gut. Warte mal, kann ich dich jetzt überhaupt fangen? Das wird nichts. Nein, mach das nicht. Flora, jetzt mal dich mal ein. Und bei dir ist das nicht sehr effektiv. Bonk. Außerdem kann Flora sich hochheilen. Ich einwechsel oder Synthese einsetze, wobei fliegt. Yes. Knackleon wurde gefangen. Cool. Und Big Tox hat aufgelevelt und jetzt kriegt er auch vernünftige Werte. Toxin. Ja, das kann man mal machen, ne? Wäre ich sogar bereit, irgendwie Fassade oder so springen zu lassen. Und Toxin kann sehr nützlich sein. Der Bau, den es sich für die Wüste errichtet, ist trichterförmig. Es wird einmal hinein, gibt es keinen Kommen. Fällt es einmal hinein, gibt es keinen Kommen. Krass. Extrem. Lichtlehm. Verlängert die Dauer von Lichtschild, Reflektor. Komm schon, kann jetzt mal hier so eine Schlange auftauchen. Ja, wollte ich eigentlich auch noch nicht, ne? Maracamba erscheint. Ja, wie ist alles weiblich, weil ich hier am Weg glaube. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, Pflanze, ne? Ich glaube nur Pflanze, oder? Noch ein Angriff und du sollst auf Rot HP sein, ne? Ich bitte dich. Kuro hat immer so einen Blick irgendwie so drauf, so ich bitte sie, das hat doch keinen Zweck gegen mich. Gott. Wäre ich voll Glück jetzt hier. Alle Rakete, du sei spezial. Du. Gott. Stimmt, Käfer. Ah. Ja, okay. Boah. Das war natürlich ein Volltreffer. Komm, geh rein.
Der Kampf beendet. So muss das. Siehst du? Ich habe hier auf Rot reduziert, schon kann ich alles fangen mit Leichtigkeit. Es erzeugt Laute, die dem Klang von Maracas ähneln und weiß sich Vogel-Pokémon mit flotten Rhythmen vom Leib zu halten. So. Aber will ich doch nur dieses eine Pokémon hier mal sehen. Gibt es jetzt einfach hier nicht. Pass auf, man erscheint das überhaupt nicht hier, ne? Ich verschwende hier voll meine Zeit. Kann man eigentlich nicht irgendwie nachgucken im Pokédex? Hier nochmal. Aber die sind irgendwie nie in den Orten, wo ich gerade bin. So, da, warum wird mir hier, warum wird mir ausgerechnet von da jetzt angezeigt, weil ich das ist irgendwie voll blöde gemacht. Wenn ich irgendwie hier hingehe. Liste, nee. Na, warum wird mir nur von der? Ich kann das nicht ändern. Warum nicht? Warum wird mir in dem Gebiet gerade angezeigt, was alles ist? Weil ich will hier sehen, was hier so rumläuft. Ah, da bist du ja, Salanga. So, lass mich wenigstens gucken, was du bist. Sternschauer. Da konnte das Viech für den Typ sein Boden. Du hältst nicht viel aus, das macht mir schon Sorgen. Und ist auch erst Level 28, ne? Komm. Komm. Mach kein Crit oder so. Danke. So, komm her. So Unlicht, Boden. Ja, dann kann ich Kuro vom Team verabschieden. Vielleicht. Mal schauen. Solange ich noch nicht, ich habe noch 6 Pokémon, also ich habe noch nicht 6 Schlangenblick. Okay, cool. Also ich habe noch nicht 6 Team Pokémon, also Kuro kann noch im Team bleiben, aber wenn das Ding Unlicht ist, dann wahrscheinlich nicht mehr. Irgendwann sich noch mal was ergibt. So, wir haben das Ding gefangen. Wir sei gut. Ihr seid irgendwie ein vernünftiger Typ. Boden, okay. Cool. Du kannst doch im Team bleiben. Den Sand, den es beim Graben von Löchern verzehrt, speichert es in einen Beutel, in einen Hals. Dieser kann bis zu 8 Kilogramm Sand aufnehmen. Wie nenne ich das Ding? Weiß nicht. Erst was mir eingefallen ist, irgendwie Jafar von Aladdin. Konnte sich auch, ne? Das Ding ins Verwandeln, ne? Also was hier? Ja, aber ich möchte nicht immer so eindeutige Namen haben, ne? Das ist immer ein Problem. Ich nenne dich eine Bodenschlange. Wie kann man eine Bodenschlange? Bodenschlange. Schlange sind Reptilien, ne? Nee, doch. Warte mal, Amphibien sind keine Ahnung, Rap. Repto. Was weiß ich? So. Und Jafar ist irgendwie auch klug gewesen. Ich sag viel so. Dann zeig mal. Wie gesagt, mir du entwickelst dich außerdem noch, ne? Das wäre sehr gut für diese Dinge. Was hat Dingen? Da. So,
So, unser Team Moment ist komplett. Expedem ist das Pokémon freut sich im Welt von Staatsproblemen. Cool. Und du bist neutral. Du bist ernst, ist ganz schnell unterwegs. Cool. Warum nicht? Gut. Haben wir unser Team komplett. Ob es so bis zum Ende des Spiels aussehen wird, weiß ich nicht, aber Moment, warum nicht, ne? Ich möchte mal gucken. Okay, hier ist noch Platz, also vielleicht entwickelt sich der Teil. Wäre natürlich sehr cool. Oh, dann willkommen im Team fürs erste Reptor. So, jetzt müssen wir erstmal hier zur nächsten Stadt gehen. So. Ich habe das, was ich wollte, in dieser Route. Wie komme ich jetzt? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, du bist Milza. Ja. Mein Gott, ist das Ding groß. Ich muss sowieso Pokémon Center hingehen, weil mein Team voll im Eimer ist. Ja. Ich glaube, du bist nur Drache, ne? Der Gesichtsausdruck. Ja, du bist weg. Was ich hier, Flora, ist defensiv ausgerichtet oder so. Ich überlege gerade, diese eine Frau, die uns gerade begegnet ist, diese alte Dame, ne? Also Freundin im letzten Part, aber Gott, wir haben noch ein Pokéball. Wenn ich dann flüchten war, ich glaube, ich kann gerade schaffen. Warum sind natürlich auch Level 33? Hallo, also die Schlange hier begegne ich, die ist Level 28. Naja, aber wenn ich kommt, das Viech um Ecke ist Level 33. Flucht. Warum geben die mir eigentlich die Option, das immer zu machen? Das funktioniert irgendwie nie. So. Flucht. So macht man das. Immer wenn ein Pokémon K.O. geht, ne? Man die Auswahl hat, möchten sie weiterkämpfen oder flüchten? Und du drückst einmal flüchten, ne? Das funktioniert nie. Mir das schon mal aufgefallen? Das funktioniert nie. Okay. Wenn wir schon im Pokémon Center gehen, dann kann ich auch gleich gucken, weil ich Raptor alles für Attacken beibringen kann. Ich hoffe, Schlangen sind Reptilien. Schlangen sind Reptilien, oder? Reptilien sind Echsen, ne? Egal, der Name ist. Soll jetzt nicht so eine riesige Anspielung an das sein, aber heißt jetzt trotzdem Raptor. Guckt euch das Team von Verlierern an. So, TMs. Ich will mindestens die nächste Stadt erreichen. Du kannst bestimmt Schaufler lernen, ne? Aber Wirbler. Sandgrab. Kannst du eigentlich vertacken? Ganz Schlangen. Dingens, ne? Schlangenblick. Kopfnuss, Dampfwalze. Du bist physisch ausgelegt. Boah, du hast voll Kackwerte. Ich hoffe, das ändert sich. Ja, sind eigentlich gar nicht so schlechte Attacken, was er da drauf hat. Könnte schlimmer sein. Na, Schaufler, ja. Also könnte schlimmer sein von den Attacken, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ach ja, Pokémon Center habe ich noch irgendwie Pokémon auf so Pokéjobs geschickt. Ja, diese TM, wie komme ich zu dieser TM? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt an erster Stelle? Ja, wie wäre es, wenn wir das nicht machen? Und wie wäre es, wenn wir dir einen
Item geben, das irgendwie Überlebbarkeit hier erhöht von dir. Muskelband. Also was hier, was soll's? Oder ist eigentlich voll dämlich, weil wir definitiv wahrscheinlich nicht angreifen werden mit dem da, mit dem Teil. Und erstmal nur so rein und raus wechseln lassen. So. Jetzt mal ganz ehrlich, wie komme ich da hin? Hier ist eine Leiter, ne? Ich würde sagen, wir haben fast jedes Pokémon hier, ne? Außer Milza. Ah, sag ich mit Milza. Ist ein Drachen-Pokémon. Spiel noch nicht Easy Mode hier, hallo. Den Ding würde ich irgendwie alles weghauen, habe ich so Gefühl, wenn ich das entwickeln würde. Oder ist jemand? Das ist ein Bärenbaum. Möchtest du ihn schütteln? Ich möchte ihn schütteln. Na komm. Aufhören. Okay, nein, oh, jetzt habe ich noch nicht Dings. Ich wollte eigentlich meinen Raptor ja an erster Stelle packen. Kerstin. Joey Testo, ach, du bist dieser andere. Ja. Wow, habe ich ja direkt das perfekte Pokémon hier. Ah, den Kampf-Pokémon habe ich auch nichts, leider. Also Big Tox, ja, Big Tox, der geschafft hat. Es gibt, der hat die meisten AP von allen meinen Pokémon. Aber ja klar, hat sich der Teil eben irgendwas voll starkes entwickelt, ey. So schwach wie das war. Vor allem Big Tox sieht auch irgendwie aus, als wäre er irgendwie so ein Anime-Charakter. Ey! Ja, hättest du wohl gern, ne? Raus hier, ey. Aber wenigstens kommt jetzt Raptor mehr Erfahrungspunkte, weil er im Kampf teilgenommen hat, ne? So wie es sein sollte. Volltreffer. Dann machen wir mal Toxin. Falls du uns hier wieder wie blöd hier auswechselst, können wir dich wenigstens damit hier kaputt hauen. Vergeltung. Da dürfte nicht so viel Schaden machen, weil ich nicht angegriffen habe. So. Mal mit denen hier versuchen, das ist bestimmt eine niedrige Spezialverteidigung. Ja, ist klar. Oh Gott, los, wechseln wir. Igni, versuch mal, obwohl Flora wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. 34, wie du tust dich nicht entwickeln. Oh, nee, er wechselt schon wieder ein jetzt, ne? Boah. Zum Glück habe ich Toxin draufgepackt. Ja, ist klar, danke. Hör auf damit. Das bestimmt nicht mein neu gefangenes Schlank-Pokémon hier rein. Ja, Flora. Die ganze zwingen zum Auswechseln, wie du willst, weil die kann sich hochheilen wieder. Ja, gerade auf Flora ist das einzige weibliche Pokémon, ne? Mein Team. Boah. Danke. Ja, du bist jetzt gleich down, pass auf. Aber jetzt ist so ein Kampf nur, ne? Und schon ist wieder alles drunter und drüber hier. Ja, Level 34. Auch Level 32. Ah, du, dein Pokémon habt so eine Schaff. Komm, ja, gehen, dass mein Mund jetzt taub ist. Was? Okay. Ja, hatte ich jetzt keinen Bock zu lesen. Kampf war zu nervig. So, jetzt glaube ich die TM gewesen, ne? Nö. Dreck.
Bonbon. Der Trainer TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Bis zu einem Pokémon mit TMs Attacken unterschiedliche Typen bei hat es gegenüber verschiedene Punkte Kampf einen Vorteil. Kannst du nur einmal einsetzen. Ey. Boah. Wenn du bemerkst, du hast so gut wie gar keinen Fortschritt gemacht in diesem Part. Der Part wird nicht aufhören, ehe ich nicht die nächste Stadt erreiche. So viel ist schon mal klar. Und nachdem ich hier alles erkundet habe. Ist das schon mal so von klar, ja. So, was ist hier noch? Oh. Kommt so oder so hier hin, so. Stahlflügel, ja, ich habe keinen Flug-Pokémon. Okay. Na, wer? Wer, habe ich gesagt. Ah, Salanga erscheint. Weil man sieht auch aus wie so ein depressives Teil. Goro denkt sich nur so, ich verstehe dich. Ich war auch mal so. Und dann habe ich mich in einen Surfer verwandelt. Und jetzt bin ich badass. Na, hatte ich jetzt hier alles erledigt? Ja, ne. Also dahin ist die Stadt schon. Das heißt, wir haben unser Ziel erreicht. Also eine Statue von Pokémon Dick da. Durch ihr einfaches Design waren sie leicht zu errichten. Ja. Auch die Unterseite. Oh, das ist ein Bronze Song. Das ist die Arena. Oh, Kampf, sehe ich gerade. Passberg, eine Gebirgsstadt, die dank ihrer antiken Wandmaterial gedieh ist halt echt ein Wort. So, Kampf. Nein. Vielleicht, ja. Also wir haben zwei Pokémon, die was dagegen ausrichten können. Gegen Kampf. Das wird die Hölle. Allein der Weg zu dieser Stadt war schon ein Erlebnis für sich. Jetzt wohl erst ist die antike Schäme mit eigenen Augen zu sehen. Mohaha. Die Wandmalereien der antiken Städte bringen uns etliche Touristen in der Stadt. Sagt mir jetzt schon eine ganze Weile lange zu nutzen. Die antike Schere hat mich vollkommen in den Bann gezogen. Woran liegt das wohl? Okay. Eigentlich sind meine Pokémon diejenigen, die hier oben ihre Übungen durchziehen. Ich tue das so, als würde ich was machen. Boah. Sein Training in die Berge kommen. Was für ein disziplinierter Schwarzgurt. Hey, ich habe so viel jetzt über den Dingern von diesen Dingern. Ich teile diesen Überfluss gern mit dir. Was für ein Ding? Vogelfossilien. Jetzt fossil als Urzeichen Pokémon, das aus Gräuel vorzeit durch die Lüft flog, wie es zur Lebzeit aussah, ist ein Rätsel. Verrate hier mal was Tolles über Fossilien. Auf Route 6 hält sich ein Professor, auf die Fossilien wieder im Pokémon zurückverwandelt. Wenn du hinter verschiedenen Fossilen her bist, dann solltest du die Naturzone durchforsten oder die Buddelbrüder dort um Hilfe bitten. Ah. So, ich habe jetzt zwei. Kann ich jetzt irgendwie was damit machen, wenn ich die fusioniere oder so? Warte mal, was habe ich für einen Teil noch? Ich habe Vogel und ja, wir sind die Dinger wieder alle. Ne? Ja, Paddelfossil. Keine Ahnung. Ja, wenn den Part sowieso jetzt, also können ja vielleicht noch mal ja, so zwei Stände gesehen, vielleicht kann ich da was Gutes kaufen. Mal schon. Ich brauche unbedingt mal ein Wasser-Pokémon, glaube ich. Du. Komm, Interesse an unserer einzigartigen Waren. Heutiges Angebot, morgiges. Ich habe das ganz besonders im Angebot. Eine Flinkklaue. Ja. 3000, das ist auch gar nichts. Flinkklaue. Das ist das erste Item, was du bekommen hast hier in Dingens. Gold und Silber noch. Brauchst du sonst noch was? Als Gattlauf habe ich das nächste eine rissige Kanne. Okay, cool. Hey, bist du als Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages, wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich dir zu einem sehr großzügigen Preis ab. Ein Riesenpilz. Ja, meinetwegen. Ich wusste auch, diese Dinger sind wichtig für irgendwas. Die sind immer irgendwie wichtig. Und da hinten sehe ich schon wieder was. Komm doch morgen noch mal vorbei. Das erinnert mich aber auch noch an was, was wir noch mal machen können in diesem Part. Das Pokémon von dem Mann da hinten macht rund um die Uhr Faxen, während das hier drüben für seinen Pokéjob alles gibt.
Kannst du wirklich regnen lassen, Bronzong? Ich will Bronzong als Hut tragen. Hey, wo ist eigentlich dein Mund? Spielt ruhig mit Bronzong. Warum kaufst du nicht einige Souvenirs der antiken Städte? Die sind ziemlich wertvoll, schließlich bekommt man sie nur hier. Jetzt wirklich hier coole Sachen zu kaufen, aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir herum. Kapseln des Angriff. Beim Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hoch oder zu niedrig Hitze kann ein Gericht verderben. Ach, was. Jetzt ruhig. Links, jetzt ruhig rechts. Ich pass auf, dass nichts anbrennt, nichts kleckst. So. Leiter, halt. Hätte ich auch direkt, was soll's. Hallo. Macht ihr denn hier? Hä? Was haben wir denn hier oben? Noch eine Leiter, die nach oben geht. Und da ist eine TM. Und jetzt hat nur ein Licht. Manchmal erkenne ich das nicht. Was machst denn du hier? Hast du schon viele Makamba gefangen? Willst du euch eins gegen meinen Brivova tauschen? Ich habe das aber schon. Aber irgendwann, da lag noch was. Ah. Irgendwann werde ich wahrscheinlich die ganzen Dinger machen. Giftschock. Das könnte doch was für Big Talk sein. Oder für jemand anderen, hoffentlich mal. Metallmantel. Nicht schlecht. So. Kann ich hier? Nee, ich kann das Menü nicht aufrufen. Nein, gibt Schock. Kann wahrscheinlich nur Big Talks lernen, ne? Ja. Warte mal. Was hast du mal? Angriffskraft. Angriffskraft hast du höher, ne? Ne, Spezialangriff. Hatte ich jetzt nicht so gedacht. So, dann mach mal hier Giftschock. Das ist, glaube ich, stärker als Säure, ne? Und Säure ist viel schwächer, ja. So nur 10 Benutzungen, aber was soll's. Natürlich wieder nur blöd, dass nur du lernen konntest, aber okay. So, dip. Gehen noch die Leiter runter. Und gucken wir mal. Steinknochen. Wahrscheinlich auch für irgendwas wichtig sind, ne? Beulenhelm. So, und ich würde sagen, den Hopp, den geben wir uns noch. Dann nimmst du die ganze Stadt hier abschließen, damit ich hier Dreck. Damit ich in der nächsten Part hoffentlich schon die Arena ja versuchen kann. Hey, Daniro. Alles wegen eben noch mal. Ich will wirklich nicht, dass Delians Ruf nur wegen meinen Kratzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich die eine Antwort auf die Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Erst wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann. So könnte ich ja noch. War ja so weit von klar, der mir noch am Ende ja so kommt. Dann würde ich sagen, dann machen wir Arena erst im übernächsten Part. So, und ich will noch kurz zurück nach Claw City, weil da gibt es noch was ich mir abholen will. Und ja, bevor ich da wieder vergesse, machen wir das jetzt schon mal. Dieser alte Mann nämlich, der uns hier irgendwie so Dings gegeben hat, so Brocken, Steine, weiß ich nicht mehr, irgendwie die Dauer von Sonntag und so erhöhen. Ich hätte gerne, er hat gesagt, komm am nächsten Tag noch mal vorbei oder so. Und wir haben nächsten Tag, also gucken wir mal. Du, sei gegrüßt, junger Mann. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Ja, aber sicher doch. Wundervoll. Dann fange ich gleich an. Es werden als Kampf es regnet, aber in Attacken vom Typ Wasser stärker, Feuertanken gegen schwächer. Stärke von Attacken wie Solarschrei, die sich des Sonnenlichts bedient, sinkt. Attacken wie Synthese und Morgengrauen stellen weniger KP wieder her als üblich. Attacken mit Donner und Arkan treffen garantiert. Bitte nimm dies als Geschenk dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast. Nassbrocken. Ich bin ganz erschöpft von Bienen. Komm doch bitte morgen wieder. Gut.
sind wir damit noch nicht fertig. So, in der nächsten Folge gehen wir uns dann hopp und weiß ich nicht, können versuchen noch ein paar Pokémon zu fangen, weil ich habe so das Gefühl, wir sind voll unterlevelt für die nächste Arena, deswegen fangen wir mal ein paar Pokémon ausnahmsweise vielleicht in der Naturzone oder so. Und ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.